Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen und einen wunderschönen zu einem weiteren Part Immortal Empires Total War Warhammer 3 mit dem Imperator. Der beim letzten Mal die Waldelfen von Draikas Waldelfen ausgeknipst hat. Und jetzt ist Wusak an der Reihe. Aber vorher wirst du unbezwingbar. Genau, und jetzt ist Wusak an der Reihe, der hat uns hier diese zwei Siedlungen unter dem Arsch weggenommen. Aber wir werden sie uns zurücknehmen. Die Burschen sind angeschlagen. Kann gerne er machen. Wobei, wir wollten ihm das ja eigentlich verkaufen. Jetzt sind wir mal so hinterhältig und besetzen das. Ja, genau so. Dann kommst du raus. Dann wenden wir uns an die Grenzgrafen. Wie heißt die Siedlung nochmal? Zvorak war das, ne? Ja, Zvorak. Fühlt sich immer ganz gut an, da das doppelt und dreifach zu kontrollieren. Man will ja keine falsche Siedlung verkaufen, ne? Es war ein bisschen blöd. Zvorak. Immobilienhändler und so, ne? Anderen ihre Siedlungen einnehmen und dann teuer weiterverkaufen. jo. Der liebe Festus hat sich beim letzten Mal leider dieser Schlacht entzogen. Und jetzt kriegt er dann Verstärkung von der Bronzefestung, die schon alleine eine 20er Garnison hat. Die ist ein bisschen unschön. Von daher ja gut, Herkel hat 100 Punkte Nörgelkorruption, das ist halt schierig. Wir könnten noch Mittenheim ausweichen. Wir brauchen die Siedlung aber eh irgendwann. Das war dann auch wurscht schon. Ja komm, wir besiedeln. Irgendwann müssten wir es sowieso machen. Oder irgendwer müsste es irgendwann machen. Und wenn wir das nicht tun, dann macht es irgendwer anderer und mit dem müssten wir dann militärisch verbündet sein, wegen den Siegbedingungen. Deswegen schnappen wir uns das einfach einmal selbst. Ja, und schauen, dass wir möglichst in Bälde eine zweite Armee da raufbringen. Das könnte im besten Fall Wiggle sein, der braucht aber halt noch eine Weile, bis er dort oben ist. Den hatten wir hier runtergeschickt für ein paar Kampagnenobjekte, also für ein paar Schätze. Hat nicht so ganz funktioniert oder nicht ganz so viel abgeworfen wie von mir erhofft. Jo, wie soll zu easen? Du schmeißt die Garnison rein. Bring me to my men. I will. Und dann bewegen wir uns die eine Runde noch in Lagerstellung vorwärts. Und dann schauen wir mal, falls er sie uns stellt, wird es lustig, weil die Armee radieren wir aus. Vermutlich ohne groß ins Schwitzen zu kommen dabei. They will be judged.
Kannst du nicht? Kannst du auch nicht? Alter! Who disturbs me? Leave him! Tools of judgment ready! Ja, das restliche Geld sparen wir uns aber. Jo. Jodi. '82 sind wir noch. Sprach's und schwand dahin auf 81. Genau, und Wusak werden wir jetzt ebenfalls erledigen in dem Part. Junge, das Haschut, das machen wir mal nicht. Ich habe eh schon davon gesprochen, des Öfteren. Ich habe mir gerade nochmal so ein bisschen den DLC-Fahrplan durchgelesen, also geschaut, was mit Thrones of Decay noch alles angekündigt ist. Nörgel, Zwerge und hier Imperium natürlich, ne? Und ich habe ja eh schon mal ein bisschen drüber gemutmaßt. Oh! Die Stadt. Ja, bitte. Ich habe eh schon mal ein bisschen darüber gemutmaßt. Ob hier nicht mit diesem Upgrade, also mit dieser Überarbeitung, die Zwerge dann bekommen, ob da dann nicht ein paar Questschlachten dann dazukommen werden, die sie dann gegen die Chaos-Zwerge richten. So quasi diese Feindschaft, diese Erbfeindschaft oder wie auch immer man das nennen soll, Zwerge versus Chaos-Zwerge, dass das ein bisschen auf der Ebene von den Questschlachten auch noch ein bisschen mehr verankert wird. Das wäre eines der Dinge, die ich dann erwarten würde von dem, DLC. Und was auf jeden Fall wieder sein wird, ich werde wieder angespielt dann dazu machen. Jo. Was bist denn du eigentlich? Du bist der Bernsteinzauberer. Du hast schon einen Zauberer mit dabei. Aber für diesen einen Waffengang könntest du ja durchaus da den Ben noch dazu holen. Items of power, come. Ready. Genau, und ich werde aber auf jeden Fall diese neuen Einheiten und alles, was es neu gibt, ich werde mir alles anschauen. Da wird es wieder angespielt dann dazu geben. Auf jeden Fall. Wird für mich dann auch auf jeden Fall der Erstkontakt werden mit Nörgel. Also spielenderweise. Mit dem guten Nörgel. Und die Zwerge, das wird ebenfalls ein kleines Revival sein. Weil es gibt ja zu finden in den Playlists, ich habe ja damals schon mit Thorgrim gespielt. Das war aber noch Warhammer 1 sogar. Also nicht damals, wie es rausgekommen ist, 2016 gab es den Kanal noch
noch nicht. Genau, wir haben erst 2017 angefangen, im Sommer. Aber ja, wie ich in die Warhammer-Welt eingestiegen bin, das war gerade so die Corona-Zeit 2020, Herbst 2020. Eine wunderbar, fantastisch lange, kurze Kampagne mit Thorgrim. Also es war die kurze Kampagne, hat aber lange gedauert. Ich glaube 55 Parts oder sowas, oder 53, irgendwie sowas. Halt schon hardcore lange. Und das wird auf jeden Fall das Revival dann werden, wieder mal mit den Zwergen. Und natürlich auch, worauf ich dann am meisten gespannt sein werde, hier mit dem lieben Imperium, was sie dann neu machen. Und da wird es halt dann auch noch die Frage sein, wo wir uns dann die Story-Kampagne zu Gemüte führen, mit welchem Volk. Wird noch spannend. Wird noch höchst spannend werden. Spearmen. Spearmen. Wir haben da eigentlich eine ganz gute Position. Wir könnten ihn da eigentlich kommen lassen. Uns da schön seitlich hinstellen. Einfach reinballern und ihn kommen lassen. Wizard of Death. Ah, du bist für Flattermann, okay. Dann, gut, er hat halt ein paar Spezialfähigkeiten, er hat ja diesen Stampfangriff, ne? Und Fernkampf bum bum scheinbar auch. Ja, er soll durchkommen. Habe ich überhaupt kein Problem damit, ihn ein bisschen so lange anzuballern, bis er sich in Bewegung setzt, der werte Herr. Ja, jetzt kommt er. Ich bilde mir einen, Rome 1, Total War, hat man das wirklich ein bisschen ausnutzen können. Also genau dieselbe Situation. Man hat irgendwie einen Reichweitenvorteil. Und in Rome 1 hat das noch nicht so funktioniert, dass die KI dann. Von sich aus aktiv wird. Die ist einfach dort gestanden und hat sich zusammenschießen lassen. Von den Kreta-Bogenschützen zum Beispiel. Nein. Ja, sollte passen. Ja, die wollen uns schon umlaufen, aber es ist gar nicht so schlimm, wie gedacht. Nochmal einen kleinen Führerschafts-Debuff. Und balancieren wir beide auf die Bogenschützen. Charge. Ja, schön. Dann geht's hier hinten gleich auf.
Du kommst einmal da dazu. So, und dann wäre die einzige Frage, die mich noch interessiert. Okay, die Kriegswagen haben kassiert. Nur die, wo ist eigentlich Wusak abgeblieben? Alles auf Wusak. Okay, aber die Speerkämpfer, die normalen, sind vielleicht nur ein bisschen zu schwach für das. Vielleicht eine Spur zu wenig Standfestigkeit dafür. Sollte man vielleicht eher mit Teleportieren machen. Hier kommt's raus. Oder zumindest zwei Einheiten Kavallerie mehr. Ja, genau das meine ich. Okay, das war's scheinbar. Ich fühle mich ein bisschen an die Geschichte mit Yuan Bo erinnert. So ganz leicht. Versuchen wir es noch einmal. Ich fühle mich so ein bisschen ganz leicht an die Geschichte mit Yuan Bo erinnert. Da gab es einen ähnlichen Fall, aber nicht gegen die Grünhäute, sondern gegen die Dunkelelfen mit Loki. Gemütlicher Sieg, also echt ein gut normaler Sieg in der Autoschlacht. Händisch habe ich heute zweimal verloren. Einfach weil der Anführer nicht klein zu kriegen war. Dann habe ich mit meiner ganzen Fernkampfmacht auf ihn geschossen, auf den Anführer. Das hat aber nicht gereicht, weil in der Zwischenzeit haben mich dann seine Bogenschützen zusammengeschossen. Ja. Das ist echt so ein bisschen fies gelaufen. Im Endeffekt habe ich mit Yuan Bo dann den etwas lamen Weg gewählt und dann einfach laden und per Autoschlacht. Danke, grüß euch, wieder schon. Ist natürlich nicht so ganz ideal. Okay, und ich muss auf jeden Fall die Ritter ein bisschen besser spielen, ein bisschen konzentrierter, Hit-and-Run-Taktik, ne? Mann, es kann halt schon wirklich sein, dass er da vielen ausmacht. Dass man ihn wieder nicht klein kriegt. Auf jeden Fall wäre die Armee dann doch ein bisschen kampfstärker. Es ist schon okay, wenn das nur diese 6 Einheiten sind, als Infanterielinie.
Aber das sollten dann doch ein bisschen bessere Einheiten sein. Vielleicht Hellebardiere oder. Ja, Hellebardiere könnten schon reichen. Bum 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 bum. Bum bum hier, bum bum da. Der bringt diese Aktion wieder. Das viel bringt, dass man mit den Kriegswegen plänken kann oder sowas. Wirklich überzeugen kann es mir im Moment eigentlich nicht, muss ich gestehen. Dafür halten sie mir ein bisschen zu wenig aus. Muss ich sagen. So, stopp einmal. Shit. Das hätte ich schon kurz befürchtet. Ich schon mal die Ambus schützen. Wir gruppieren uns ein bisschen um. Einen stilvollen Ring. So, stopp. Ist ein bisschen riskant, aber wir machen das jetzt. Das war jetzt nicht der Charge, den ich beabsichtigt habe. Hauptsächlich die Spiegelschützen. Spearman. Ready for war. Wir sollten eigentlich keine Chance haben gegen die Ritter. Und nochmal rein. Ja, jetzt geht er wieder auf die Artillerie los. Ja, wir haben die falschen Einheiten dafür. Sigma calls! Quick march!
Wir haben da leider noch ein bisschen zu unterentwickelte Einheiten dafür. Es geht mit Hellebardieren sicher besser, die Taktik. Aber der Charge war nicht schlecht. Und wieder raus, und wieder raus. Okay, die brechen, schnappt sich die. Ja. Ist okay, komm, ist in Ordnung. Ist in Ordnung, das geben wir zu. Das lade ich jetzt nicht. Das ist jetzt okay. Musak hat sicher ein paar fette Buffs dabei. Wäre vermutlich gegen jeden x-beliebigen anderen General auf jeden Fall aufgegangen. Weil diese Wild-Orks sind ja eigentlich nicht stark, ne? Zumindest habe ich die nie. Ich will jetzt nicht sagen Low-Tier-Einheiten, also jetzt nicht irgendwie Trash oder sowas. Aber Elite-Truppen sind es auf jeden Fall auch nicht. Ich hätte die immer so ein bisschen im unteren Mittelfeld eingeordnet, so vom Gefühl her. So vom Gefühl her. Von daher, er wird die sicher buffen können. Aber sowas von. Von daher nehmen wir das jetzt hin, der zieht sie zurück. Wir müssten die Armee ohnehin umgruppieren. Leisten könnten wir es uns auch. Dann gruppieren wir die Armee einfach um auf das schöne Spielzeug. Und jo. Und erfreuen uns unseres Lebens. Dann mit einer vierten Elite-Armee. Da könnt ihr dann eigentlich auch die ersten Demigreifen holen und so, ne? Die Migreifen. Torek Eisenstern. Prophet des großen Grün. Wenn er ein Oger wäre, würde er wahrscheinlich irgendwie heißen, wo sagt der Prophet des großen Grün? Grillen. Mundort Dialekt Grillen Grün. Grillen Grün. Der Prophet des großen Grillens. Fleisch. Die haben aber eigentlich schon Goldwimpel, interessanterweise. Naja, aber geht das mannhafte Niederlage sogar durch. So, jetzt müssten wir eigentlich... Schauen, dass wir irgendwie aus seiner Reichweite kommen. Was nicht mehr möglich sein wird. Shit. Vielleicht überlebt das. Vielleicht auch nicht.
ziehen wir zumindest das ihn raus, dass wir den wirklich verlieren, dass der nicht auch noch über die Klinge springt. I command here. Ja komm, 7300 können wir uns auf jeden Fall leisten, dass wir die Armee noch voll ausstatten. Genau, zwei Runden noch, 9600. Dann bauen wir in der Zwischenzeit noch hier. Wobei bräuchte man gar nicht. Geben wir noch ein paar Nebengebäude, also ein paar Gebäude-Nebensiedlungen in Auftrag. Die 1400 sparen wir uns wieder. Do not waste my potential. Yes? Direct me. Versuch's. Settle hard and fast. Versuch es. Okay, aber Balthasar ist schon wieder voll einsatzfähig. Bringt nur nichts, weil, wie gesagt, der ist in Verstärkungsreichweite. Und der Mr. Wiggy. Du gehst an Land. Den könnte man natürlich noch mitnehmen, aber dafür brauchen wir ein bisschen Verstärkungsrate vorher. Auf jeden Fall. Und einen Ersatzzauberer. Okay. Yep. 9. Alter Schwede. Was wollen wir? Was wollen wir? Was wollen wir? Das ist eigentlich stark. Aber wir würden gerne einen Kampfkerl haben. Wir brauchen einen Kerl für den Kampf. Ja, einmal alles bitte. Shit, das würde uns jetzt sehr zugute kommen, wenn das jetzt ginge. Schitovic. Ja, dann werden wir den Gregor vermutlich verlieren in der Runde. Schade. Wäre schade, aber wo der Kerl herkommt, gibt es noch mehr davon. Also gibt es noch mehr Leute seines Schlages. Di-di-di-di. Wie gedacht, wie ich mir dachte. Schade. War ja ein bisschen zu voreilig. Respektive habe ich vielleicht da seine Armeekomposition gesehen und mir gedacht, das wird schon gehen. Ich glaube, mit jedem anderen oder gegen jeden anderen General wäre das auf jeden Fall gegangen.
Aber so halt nicht. Okay. Eine Runde. Wir brauchen 9600 Zaster in der nächsten Runde. Das werden wir auf jeden Fall haben. Ja, komm. Verzichten wir drauf, die Armee können wir gebrauchen gegen Festus im Norden. The Heldenhammer. Ups, okay, egal. Okay, dann gibt es einen neuen Kommandanten für uns. Ich glaube, wir machen einen ganz normalen General. Einen Helmut, stimmt, der war von einer anderen Fraktion, die wir konföderiert haben. Von einer anderen. Ja, nehmen wir den Helmut. Von einem anderen Kurfürsten. Oder das ist ein anderer Kurfürst, ne? Das ist der Anführer von irgendeiner anderen Kurfürstenfraktion, wenn mir nicht alles täuscht. Jo, du kriegst Spielzeug. Und zwar. Einmal 4 B-Handkämpfer. Der Wiegel ist vom Wiesenland, du Goldorden, das ist klar. Der Helmut. Also da wird man Pistoliere kriegen. Da Ritter des Imperiums und im Chor. Okay, da Schützerreiter mit Granatwerfer. Auerland. Ja, klingt ebenfalls ganz nett. Ja, bitte sehr. Du. As you say, sir. Du wirst Marienburger Kurfürst. Alter, übers Reich hat er 20er Garnison. Achso, wegen diesem ganzen Charaktermodellen über dieses Gasthaus. Hui. Huiui. Ich verstehe, ich verstehe. So, Imperiale Akademie wäre da ganz nett. Yes, my lord. Ja, bauen wir die Gießerei. Und und Garnison für Schwarzhafen. Den Rest des Geldes sparen wir uns. No peace, just war. Yep.
Gut. Bring me to my men. Seid ihr eigentlich eh ganz gut ausgerüstet? Die Antwort lautet nein. Wir haben ja gerade irgendeine Rüstung bekommen, ne? Ja. Der Schild klingt gut. Dann der Herr Pappenheimer kriegt den Drachenhelm. Energiespruchrolle. Aus die reißende Klinge kriegt der andere. Nämlich unser neuer Johnny. Und genau dieses Ding. Na genau, und Herkick bauen wir noch aus. Ja, auf erster Hütte ist okay. Oder nein, Wachstum. Natürlich Wachstum. Gut, dann. Würde ich sagen. Gibt's wieder einen Erlass. Und dann würde ich sagen, wir schauen in die nächste Runde in dem Part. Und dann bin ich für heute eigentlich schon fast zufrieden. Wobei gut zufrieden. Dieses Herumgetue mit bei Part 25 mit diesen Abstürzen hat mir ein bisschen Zeit gekostet heute. Da waren wir schon ein Eck weiter dann gewesen. Aber gut. Soll so sein, Hauptsache der Spielstand ist nicht korrumpiert und Hauptsache wir können die Geschichte zu Ende rocken. Oder Entschuldigung, ich bin ja der Doc, wir können die Geschichte ja zu Ende docken. Ja, dann wird's beim nächsten Mal oder vielleicht beim übernächsten. Was willst du? Ui. Okay. Würde mich eh nicht stören, wenn wir mit denen oben da oben Stress kriegen würden. Die haben ja ein paar Provinzen, die wir noch brauchen. Ja, alles ein Grund mehr, alles ein Grund mehr, um den Wiggel schnellstmöglich nach Norden zu ziehen. Schnellstmöglich. Du gehst in die Armee. Gut, also. Altdorf bekommt den Stadtstaat. Die aktuelle Hauptstadt des Imperiums ist der Sitz der Reichlander Imperatoren. Altdorf ist eine große kosmopolitische Hafenstadt voller Wunder und Gefahren. Bitte sehr. Komm, und Elhard. Wobei, nein, Elhard nicht. Wir brauchen ein bisschen Kohle zum Rekrutieren.
Und zwar. Nur zwei Beihandkämpfer. Und nochmal zwei Armbrustschützen noch dazu. Mr. Franz. Wo ist jetzt Rusak? Okay, der marschiert da weiter nach Süden. Ja gut, dann folgen wir ihm. On march by the comet. Yes. Der ist relativ nutzlos. Steigt mal nach Norden. Falsch, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich eher was nachschauen. Genau, jetzt haben wir wieder 140% Forschungsrate. Das Technologiestehlen ist vielleicht doch gar nicht so. Ich habe das immer sträflich unterschätzt. Ich habe mir gedacht, das ist halt irgendwie so eine Technologie, also irgendwie so eine Fähigkeit, die kann man halt einfach machen, gerade dass er. Oder sagen wir so, die Fähigkeit existiert einfach nur dafür, dass er irgendwas gegen Siedlungen machen kann. Ich habe das eigentlich nie sonderlich ernst genommen. Was sagt denn das schon? Reduziert die Forschungszeit für 3 Runden um minus 20%. Wie schnell die KI irgendwas erforscht, kann mir eigentlich eh blunzen sein. Aber ich wusste nicht, ich habe keine Ahnung gehabt, dass das ebenfalls unsere Forschungsrate erhöht. Na, jetzt verklicke ich mich schon wieder. Jetzt haben wir nämlich 163 statt 140 und das macht schon was aus. Das ist dann schon mächtig für 3 Runden. Zufallsentdeckung von mir, aber eine gute. Eine gute Zufallsentdeckung. Okay, sollte sich ausgehen, dass wir in der nächsten Runde dann das Vorrack kriegen. Oder beim nächsten Mal halt. I will marshal the band. Ich halte mich mal mit Aktionen gegen die noch zurück, bis die zweite Armee da ist. Weil dann wird sie halt, dann verlagert sie halt unser Kriegsschauplatz schon deftig nach Norden. Okay. Und je mehr Armeen wir dann hier oben zur Verfügung haben, desto besser. Gut, dann soll es das für diesen Part gewesen sein. Beim nächsten Mal geht es weiter. Ich glaube, ich werde dafür heute jetzt dann Schluss machen. Und jo, beim nächsten Mal schauen wir, vielleicht schon morgen abends. Also es ist gerade wieder so ein typischer Sonntagnachmittag, wo ich da sitze und den Zockerino mache. Und vielleicht ist ja morgen Abend Zeit. Wäre geil. Dann geht es weiter hier mit total heftiger Karl-Franz-Action. So viel Action ist nicht zu fassen. Nur hier auf Gfunden Games. Mit diesen Aussichten verabschiede ich mich. Ich bin der Doc von Gfunden Games und ich sage Grüß euch und Tüdelü.